Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder frisch vom Flughafen. Ich hoffe, das mit dem Ton klappt. Haben wir das auch noch mal kontrolliert? Ja, sieht gut aus. Auf dem Zwischenstopp, den ich hier in Helsinki habe, wollte ich euch die heutige frisch gepresste Sendung bringen. Und zwar haben wir auch Themen vorbereitet. Es gibt Bilder bei Aerotelegraph, wie die weiße ehemalige Bambu-Maschine bei Austrian aussieht. Die werde ich euch zeigen. Dann geht es weiter um das Thema natürlich Singapore Airlines, die in Bangkok reingeflogen ist. Und wir haben Eurowings, die wollen schwarze Zahlen schreiben in 2024. Das ist spannend. Schauen wir mal, was da passiert mit Jenselmann Bischoff. Und wir haben dann als weiteres Thema die Lufthansa Cargo. Auch da gibt es wohl bei den 777F, also bei den Frachtern, Qualitätsprobleme und die müssen da länger auf den Flieger warten. Dann gab es bei Turkish Airlines einen Zwischenfall. Das ist auch interessant. Und wir haben noch mal einen anderen Zwischenfall, nicht damit man sagt, dass das alles nur woanders passiert, auch in deutschen Flughäfen. Da hat mich gestern ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Danke noch mal dafür. Und zwar Condor musste abbremsen und ein Flugbegleiter hat sich verletzt, dass er den Flug nicht antreten konnte, weil da jemand durch die Weltgeschichte fuhr und nicht auf rollende Flugzeuge geachtet hat. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Ton ein bisschen jetzt anders. Aber ihr könnt ja das Ambiente hinter mir genießen. Sonnenbrille, ohne Sonnenbrille und geht auch direkt los. Lasst uns mit dem traurigen Thema als erstes starten. Und zwar ist das das Thema Singapore Airlines, die gestern in Bangkok notgelandet ist, muss man sagen. Einmal natürlich hat sich herausgestellt, wer gestorben ist. Es war ein 71-jähriger Brite, der dort verstorben ist. Und zwar ist es so, dass der 73-jährige aus Großbritannien logischerweise einen Herzinfarkt hatte, was es nicht weniger schlimm macht. Einen Moment. Sorry dafür. Irgendwie trockener Hals, zu viel gerappt. Ja, und die BBC hat das halt berichtet und hat das dann auf Quellen von dem Flughafenpersonal bekommen. Also insofern da eine Nachricht. Also insofern nicht so toll, aber jetzt wissen wir, warum es passiert ist und was es da auf sich hat. Es sind immer noch Verletzte in Krankenhäusern und die meisten sind also auch schon wieder ausgeflogen worden aus Bangkok nach Hause. Also Singapore Airlines berichtet ja auch auf Facebook und auf Twitter. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann seht ihr auch immer die Updates, die da gegeben werden. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die sind sehr, sehr vorbildlich. Jetzt lasst uns auf Bamboo Airlines gehen. Bamboo Airlines, der Name lässt mich immer wieder ein bisschen erschaudern. Also das Bamboo heißt ja im Englischen, man bekommt Schläge, man wird da zurechtgewiesen. Und das ist bei Bamboo Airlines jetzt nicht so wirklich der Fall gewesen. Aber die Austrian Airlines hat ja die Maschine weiß, wir wissen ja alle warum. Weil man sie als Druckmittel haben wollte für die Crews, die da nicht funktionieren. Und auf Aerotelegraph, und deshalb bilde ich euch direkt mal den Link dazu ab, gab es dann einen Leser, der von denen den Flug gemacht hat und der hat Bilder gebracht und da seht ihr das auch schon, zumindest innen drin hat der Flieger die Farbe, was er außen noch nicht hat. Dann geht es weiter natürlich mit innen drin und da sieht man halt auch wirklich, was an der Maschine alles geändert worden ist. Und zwar ist das so, dass man bei der Lima Papa Lima, die außen halt keine Lackierung hat, innen drin aber schon die Lappen, hätte ich fast gesagt, die Kopflappen geändert hat. Man hat dann auch schon den Swoosh von Austrian Airlines, also auch die Farben. Man sieht auch überall, die ganzen Akzente sind auch rot. Hier seht ihr auch hinten von der Business Class in die Premium Economy, also auch da rot. Wenn man dann weiter schaut, dann hat man hier auch das die Seite nochmal, da sieht man aber leider nicht das Display, das war damals bei der Hainan ein Thema. Da war dann bei dem Display noch immer Hainan zu sehen, das hat man auch gelöst. Dann sieht man hier nochmal den Sitzplatz des Kollegen, also auch wenn man zusammen sitzt, ist man durch die Wand getrennt, die man runternehmen kann. Und das ist übrigens auf dem Flug gewesen von
von Wien nach Frankfurt. Und deshalb hat er sich natürlich da auch relativ gefreut, wie er da gesagt hat. Also da könnt ihr wirklich mal schauen. Es geht ja auch zuerst nach Chicago und nach New York ab 15. Juni, aber vorher wird halt nochmal geübt. Und ein Bild gibt es auch noch vorher. Das ist das Bild, wie es aussieht, nach vorne nochmal. Also eigentlich kommt einem die Kabine ja bekannt vor. Also insofern, wie findet ihr das Ambiente? Wie findet ihr da so diese Austrialisierung, dass man also dort ganz klar die Austrian-Sachen sieht? Ich hoffe, es wird hier nicht zu laut im Hintergrund mit dem Starbucks und mit allem. Und hinter mir fängt auch jetzt das Boarding an. Da kann man, ich drehe mal den Koffer. Ihr habt das ja am Koffer montiert. Ups, den Kollegen wollte ich ja nicht zeigen. Aber auf jeden Fall, da seht ihr, hier ist richtig Action und wird Gas gegeben am Flughafen. Das nächste Thema, was wir haben, das ist Eurowings. Eurowings möchte auch in 2024 Gewinn machen. Und das ist so, dass man natürlich auch im Sommer die Eurowings-Preise anheben möchte, um Geld zu verdienen. Das ist so. Und Jens Bischoff hat am Mittwoch in Köln auch gesagt, dass die staatlich beeinflussten Gebühren, die sich halt seit 2019 in Deutschland fast verdoppelt hätten, also annähernd, und darunter fallen halt auch Flughafengebühren und Passagierkontrollen, Flugsicherung, Luftverkehrssteuerung, Steuer. Also insofern ist es so, dass die Kosten auch bei Eurowings moderat in seinen Augen gestiegen sind. Und das ist natürlich so, dass eine Sonderkonjunktur erwartet durch die Fußball-Europameisterschaft im Juni. Und es sind bereits 13.000 Fans, die 70 Sonderflüge haben, um nach Deutschland zu kommen. Man ist einem guten Pfad, Gewinn einzufliegen, so wie man das letztes Jahr auch gemacht hat. Ich bin mal gespannt. Und mit 120 Flugzeugen bietet Eurowings wegen der stark wachsenden Nachfrage 13% mehr Plätze an. Also habt ihr euren Frieden mit Eurowings gefunden? Und ist es so, dass es so stimmt, dass die Reiselust zurückkommt? Weil zuerst hat man ja hier von Revenge Travel gesprochen. Jetzt ist es so, dass man da von, nennen wir es einfach mal, Reiselust spricht. Also auch immer sehr amüsant, wie man das Ganze dann da betitelt. Ich bin mal gespannt, was ihr zu Eurowings sagt und wie ihr damit umgeht mit der Eurowings. Weiter haben wir das Thema 777. Und zwar ist das so, ihr sagt es natürlich, warum belastest du uns mit Cargo? Und zwar belaste ich euch mit Cargo-Themen ganz einfach deshalb, weil hier auch wieder das 12. Flugzeug von der Lufthansa Cargo, eine 777F, also eine Frachterversion, kommen soll. Aber die ist irgendwie verschollen. Und zwar sollte die Maschine kommen und der Liefertermin sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert, ist gerade bei Flugzeugen nicht unüblich, sagt eine Unternehmenssprecherin. Man steht auch damit im engen Austausch mit Boeing, um eine schnellstmögliche Auslieferung zu ermöglichen. Aber erstmal war es so, dass das Problem ist, dass die Triebwerke nicht geliefert werden konnten. Also da gab es einmal ein Problem. Dann geht es weiter, dass die 3 Jahre zurück liegt die letzte Auslieferung der 777X. Und diese Maschine sollte ja eigentlich auch ausgeliefert werden im Februar, beziehungsweise im März dann auch in den Liniendienst gehen. Jetzt ist es aber so, dass die Maschine nicht kommt. Und das ist jetzt festhalten, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Nach dem Produktionsplan halt mit den Triebwerken durcheinander kommen, ist es jetzt so, dass dort erhebliche und sicherheitsrelevante Qualitätsmängel an dem Flugzeug festgestellt worden sind. Das berichtet eine der Sache vertraute Person, so berichtet man das. Also auch eine interessante Geschichte, dass jetzt also auch eine Flugzeugmodellreihe, die wirklich eigentlich schon lange Jahrzehnte gebaut wird, die 777, die 200er, 300er und dann auch als F-Version, dass es da Probleme gibt. Also das heißt, dass es wirklich da ein Problem gibt. Hier jetzt noch eine Flughafendurchsage für euch. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt mitkommt. Aber ich versuche einfach drüber zu reden und da knallhart das Ganze zu ignorieren. Aber wie gesagt, dass man halt diese Probleme hat, die dann wirklich Probleme sind in Bezug auf das Thema Corporate Climate. Also das heißt, dass es da ein Problem ist, dass es dort von der Firma her, vom Kopf her stinkt und nicht irgendwie die Mitarbeiter mittlerweile zu doof sind, Flugzeuge zu bauen, sondern dass man halt wirklich in den sicherheitsrelevanten Bereichen zu viele Einsparungen gemacht hat und damit dann halt immer wieder schnell, schnell, schnell machen wollte, um da Gewinne zu erzielen. Aber das ist halt in der Luftfahrt leider der falsche Weg.
was auch der falsche Weg ist. Und da handelt es sich auch um einen Airbus 330. Das ist bei Turkish Airlines. Bei Turkish Airlines gab es wohl einen Zwischenfall. Und es gibt immer wieder Sicherheitsvorfälle bei Turkish Airlines. Diese Maschine hier, um die es geht, und das hat der Aviation Herald gesagt, das ist die Tango Charlie, Lima Oscar Charlie, also eine 330 der Turkish Airlines, am 17. April 2024 von Bukarest nach Istanbul geflogen. Und die Maschine hat sich beim Line-up nicht genau mitten auf die Landebahn gestellt, zum Starten oder Startbahn in dem Fall, sondern war so leicht versetzt nach links, wenn ich das richtig im Kopf habe, also nicht mittig. Und dann hat man halt ein paar Lande- und Befeuerungsteile mitgenommen, ein Schild umgemäht und damit das Flugzeug beschädigt, und anstatt den Start abzubrechen, wobei ich jetzt ehrlicherweise gar nicht weiß, inwieweit man das wirklich vorhin im Cockpit mitbekommen hat, nur so als Randbemerkung, und ist dann nach Istanbul geflogen. Und zwar ist das so, man hat hier bei dem Start mit 258 Personen an Bord und 10 Besatzungsmitgliedern, hat man halt das Flugzeug 10 Leuchten der Pistenbefeuerung sowie eine Tafel am Rollweg im Golf zerstört. Also die Beschädigung war so, dass man das Flugzeug eine Woche lang in Istanbul hat stehen lassen zum Reparieren, und man hat dann, die rumänische Luftfahrtbehörde hat das halt als Zwischenfall gemeldet, aber in der Türkei wurde das nicht so happy gesehen, weil die Sicherheitskultur ist doch schon relativ schwierig, um es mal positiv zu nennen, was da los ist teilweise. Also wenn man da die alten Militärpiloten-Hierarchien hat, was besser geworden ist, ist das natürlich ein Riesenproblem. Aber wenn dann halt auch noch angefangen wird, dann die Presse oder Medien, die so etwas aufarbeiten, anzugreifen, das finde ich dann schwierig in meinen Augen, und das muss man dann auch ehrlicherweise ankreiden. Also hier ganz klar muss man dann sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, da müsst ihr darauf achten, dass alles tipptopp ist und dass man dort, nachdem das Fahrwerk ja zum Beispiel im Januar 2020 bei einer Maschine beim Landeunfall beschädigt worden ist, dann hatte man 2018 im Dezember einen 330 mit korrekt verriegelten Cockpitfenstern. Weiter gab es dann 2019, als man da nur auf der Nummer 92 der sichersten Fluggesellschaft liegt. Das lässt natürlich diese doppelte Wachstumsstrategie, heißt also, dass man von 400 auf 800 Flugzeuge wachsen will bei Turkish Airlines, auch in einem Licht dastehen, wo man sagt, das ist so wie Boeing, die wachsen ums Verrecken, und das ist nicht gesund, wenn man zu schnell wächst und dabei dann einige Themen halt vergisst. Auch ist es so, dass man natürlich jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass da jetzt, es ist kein Problem im klassischen Sinne, aber es spricht halt auch nicht unbedingt positiv für die Fluggesellschaft, wenn sie da halt nicht ihr maximal Möglichstes tut. Aber hier bei dem Vorfall, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit die das da festgestellt haben, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, die Reifen sind das Einzige, was ich mir so vorstellen kann, die dann da drüber gerollt sind und dann in den Triebwerk geflogen, also an den vorbeigeflogen. Das hätte anders ausgehen können. Also nur sowas als Beispiel. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das kann ja nicht in Deutschland passieren. Naja, so solche Sachen passieren auch in Deutschland. Aber was Ähnliches ist jetzt passiert bei der Condor. Und zwar ist der Condor 757-300 mit Registrierung Delta Alpha Bravo Oscar Bravo. Dafür nochmal danke für unseren Zuschauer, der das geschickt hat. Der den Flug 1504 von Frankfurt nach Palma de Mallorca durchführen wollte. Der ist gerollt, getaxied. Und hat dann eine Vollbremsung machen müssen, weil ein Catering-Fahrzeug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das, also auf jeden Fall ein Bodenfahrzeug, den Weg gekreuzt hat. Und ich kann euch nur sagen, aus meiner Erfahrung als Vollumfahrer bei der deutschen Luftwaffe in Wunstorf-Luthe International Airport unter anderem, ist es so, wenn ein Flugzeug kommt, bleibst du einfach stehen. Doppelte Linien überfahren ist No-No, wenn das nicht sicher ist. Also insofern kostet das den Kollegen wahrscheinlich den Vorfeldausweis. Und was das Schlimmere ist an der Geschichte, ist dadurch, dass das Flugzeug halt eine Vollbremsung gemacht hat, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ihr wisst ja selber, wie es ist dann. Das Kabinenpersonal läuft dann halt noch durch die Kabine, weil sie halt entweder noch die Demonstrationen machen oder weil irgendwelche anderen Sachen noch geklärt werden müssen. Wenn dann die Vollbremsung kommt, verliert man den Halt, und dieses Crewmitglied ist dann auf den Boden geflogen und hat sich dann verletzt. Über die Schwere der Verletzung kann man leider nichts sagen. Das, was die Freunde von Condor gesagt haben zu dem Vorfall, ich lese euch vor.
Die Boeing 757, die als Flug BE-1504 am 20. Mai von Frankfurt nach Palma de Mallorca geplant war, Frankfurt am Main musste stark abbremsen, weil sie trotz Rollfreigabe auf dem Fahrweg ein fahrendes Fahrzeug befand. Dann geht es hier weiter. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Flug konnte anschließend fortgesetzt werden. Die Ursachen des Zufalls werden nun zuständigen Behörden untersucht. Also das heißt, dass da natürlich Konsequenzen für den Vorfeldfahrer sind. Daher seht ihr, was alles passiert. Und auch hier beim Rollen anschnallen genauso wichtig wie eh und je. Hat sich ja jetzt mit gestern geklärt, warum der Kollege da leider verstorben ist. Also das war dann auch vom Anschnallen nicht her, sondern es war halt eine Panik. Also insofern anschneiden ist aber trotzdem immer wieder besser. Ich bin mit meiner Sendung hier heute durch. Ich gucke noch mal schnell, wie viele Minuten wir geschafft haben, weil wir sind ja trotzdem bei fast 16 Minuten gelandet. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und auch zu kommentieren. Aber jetzt muss ich wieder einpacken und es geht auch gleich weiter. Und ich lade die Sendung hoch, damit ihr sie pünktlich um 19 Uhr sehen könnt. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen in Alter und Frische bei Frequent Traveler TV. Mein Mittwoch fällt heute, glaube ich, das mache ich war nicht Zeit. Also, danke, bis dann, ciao und Abspann, wo bist du? Hier bist du. Also, ciao.